Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Blog am 23.08.2020. In 7 Tagen habe ich Geburtstag. Heute ist Sonntag, demnach ist nicht viel passiert. Ich wollte aber trotzdem ein Video machen, weil es mich so freut, dass es mein Videoprogramm wieder geht. Und deswegen dieses Video. Aber ich werde mich kurz halten. Ich habe euch gestern gar nicht gesagt, wie es mir geht. Ich habe jetzt die letzte Woche so ein bisschen Stimmungsschwankungen gehabt. Und Spannungszustände und das ist jetzt wieder besser. Mir geht's wieder ganz gut. Und zwar ein bisschen wechselhaft, aber es geht. Morgen muss ich um 8 aufstehen, weil wir um 9 zu Kerstin fahren, um 10 habe ich Gespräch. Und auf das freue ich mich schon. Und übermorgen bin ich bei Christoph. Morgen kommt Sonja wieder. Das freut mich auch sehr. Übermorgen Claudia. Meiner Mutter geht's auch relativ gut für so eine Operation. Sie hatte ein bisschen Probleme mit dem Luft, mit der Luft, mit dem. Mit der Luft im Bauch, mit der die Bauchdecke aufgeblasen wird, das ist in die Schultern gestiegen und hat sie gestochen und jetzt geht's ihr wieder besser. Heute hat sich das gelöst. Ja, heute geht's hier wieder besser. Und jetzt hat kurz mein Vater reingeguckt. Die wundern sich immer, dass ich Selbstgespräche führe. Dabei rede ich mit euch. Sonst gibt's nicht viel. Wie gesagt, mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt im September einen Rasperger-Termin, wo ich schon das Schlafthema nochmal anspreche, auch wenn es jetzt besser ist. Aber heute habe ich bis um 10:30 geschlafen und habe mich nicht wirklich erholt gefühlt. Und das ist halt doch sehr anstrengend, nach so viel Schlaf nicht erholt zu sein, weil ich habe schon relativ abgedreht. Und das möchte ich gern besprechen mit ihm. Ich werde Christoph jetzt fragen, wie viele Stunden wir noch haben. Und bei den letzten 10 Stunden werde ich dann auf monatlich einmal umsteigen. Dann haben wir noch 10 Monate zusammen, weil also Gesprächstherapie, weil dann werde ich sie nicht mehr bekommen. Dann hilft alles rumtricksen nichts, weil wir werden sie nicht weiter bekommen. Nach über 13 Jahren ist es auch kein Wunder, obwohl sie mir weiterhin gut täte. Ich habe heute irgendwie so das Gefühl gehabt, so gegen Nachmittag, Anfang Nachmittag, dass die Depression irgendwie weg ist. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie doch traurig und kann nicht genau sagen, warum. Es geht gerade wieder, aber vorhin habe ich so ein bisschen Alarm gekriegt. Ein bisschen einen Abendknick gehabt. Und ja, mein Onkel war meine Mutter besuchen
weil meine Oma ein Kanalrohr ausgeräumt gebraucht hat und nicht auf meinen Vater warten wollte, hat sie ihn herbestellt. Er fährt über eine Stunde her, weil er, wie alte Leute halt so sind, das muss sofort geschehen. Und es war noch 2 Stunden bei uns. Wir sind draußen gesessen, haben Kaffee getrunken und geraucht, weil er raucht auch. Und meine Mutter ist die 2 Stunden noch sitzen geblieben, woran man merkt, dass es ihr besser geht, dass sie nicht mehr nur liegen will. Und es war ganz ein nettes Gespräch, obwohl ich schade fand, dass meine Tante nicht mit dabei war. Tante Andrea, liebe Grüße. Ich weiß ja, du guckst meine Blogs. Wäre schön, dich mal wiederzusehen. Das mit dem Hörbuch habe ich ja letztens angesprochen. Die Idee hatte Michi von der Momak, die Chefredakteurin. Die würde auch eine Benefizausgabe für das Hörbuch machen oder irgendwas veranstalten, dass halt Geld dafür zusammenkommt. Aber jetzt ist das Problem, es wird nicht reichen, weil so eine Hörbuchaufnahme kostet einiges, auch wenn das netterweise günstiger macht. Aber man muss ein Tonstudio zur Verfügung stellen und seine Stimme und das ganze Buch lesen. Und dann ist das nächste Problem der Vertriebsweg. Wenn man es nicht auf Audible bringt, und ich weiß nicht, wie das geht, ist es schwierig zu vertreiben, weil dann musst du es auf CD brennen und zu verkaufen. Und wer hat heute noch einen CD-Player und ladet sich das nicht runter? Und wie man ein Hörbuch auf Audible bringt, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass das die Kosten-Nutzen-Rechnung dadurch nicht aufgeht. Weil wenn man dann noch CDs braucht, auf die man brennt, das Brennen dauert auch einige Zeit. Und dann müsste man es einige 100 Mal brennen und das hat, glaube ich, keinen Sinn. Wie viel kann man dann dafür verlangen? Für ein Hörbuch nicht viel. Aber naja, mal gucken, ob sich da noch was weiterentwickelt. Vielleicht hat Michi ja noch ein paar Ideen. Ich würde schon gern machen, aber ich glaube, dann ist Marianne sauer und vertreiben lässt sich's auch nicht. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr Notwendiges ein. Mir geht's mittelmäßig. Ich bin ganz schön müde. Und muss morgen früh raus. Ich werde mir halt noch die DVD von Claudia fertig antun. Wahrscheinlich. Und dann abdrehen. Aber danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines.